Was geht ab, meine lieben Damen und Herren, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video und wir warten alle auf die Spoiler und wollen endlich wissen, was in diesem Kapitel passiert, denn ich habe das Gefühl, das Kapitel wird besonders gut. Jetzt haben wir doch einigen offiziellen Leakern zu verdanken, dass es Informationen gibt, dass es Reaktionen gibt zu dem Kapitel, was jetzt rauskommt, besser gesagt zu den Spoilern, die jetzt rauskommen, und über diese Leaks und Hints möchte ich jetzt in diesem Video mit euch sprechen. Doch bevor das Video losgeht, wenn du weiterhin nichts mehr verpassen möchtest, was das Thema One Piece angeht, lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Starten wir aber erstmal ein bisschen knapp, damit ihr nicht direkt vom Hocker fällt. Fangen wir wirklich mit den Reaktionen einfach mal an, die die offiziellen Leaker jetzt gegeben haben über die Spoiler, die jetzt heute oder morgen rauskommen. Und zwar Redon, der Offizielle, der die ganzen Spoiler confirmed, hat dieses GIF gepostet, was das Kapitel angeht. Und ich denke mir, das macht er jedes Mal und wir kriegen dadurch keinen Hinweis. Trotzdem erkennen wir dann dadurch, wie das Kapitel wird. Weil wenn er so ein GIF postet, wissen wir, okay, es passiert was Außergewöhnliches in diesem Kapitel. Ich muss jedoch ehrlich zugeben, in One Piece passiert eigentlich immer was Außergewöhnliches, erst recht jetzt im Endgame, aber trotzdem cool zu sehen, dass das Kapitel unserem Redon sehr, sehr, sehr gefällt. Hier eine andere Reaktion, die er abgegeben hat, hier teilt er auch wieder einen sehr, sehr, sehr schockierten Mann im Anzug, also ich denke, das bezieht sich wieder auf ein Ereignis in dem Kapitel, was sehr, sehr überraschend und heftig ist, und dazu kommen wir gleich schon mal oder nochmal, weil da wurden auch einige Informationen dazu veröffentlicht, was denn das Überraschende in diesem Kapitel denn sein kann. Und für die Pilzköpfe, die sagen, dass Kizaru auftaucht bei der Sunny und Zoro kämpft gegen Kizaru, schlitzt ihn auf, frisst seinen Kopf und schmeißt ihn dann ins Wasser. Nein, sowas passiert nicht, denn hier wurde bestätigt, es ist kein Zoro oder kein Sanji Chapter. Zoro kommt zwar in dem Kapitel vor, aber nicht sowas wie Zoro gegen Kizaru. Wahrscheinlich sieht man ihn einfach. Also leider, ich muss euch enttäuschen, Zoro kriegt nicht Tollwut, öffnet nicht sein Auge und schlitzt Kizaru auf. Trotzdem kommt er wahrscheinlich mal kurz vor, aber es ist kein Sanji oder Zoro Kapitel. Also können wir auch davon ausgehen, dass diese heftige Überraschung, die wir in diesem Kapitel kriegen werden, nichts mit Zoro, Kizaru oder Sanji zu tun hat. Und überraschenderweise postet mal Redon endlich einen Hint, also einen Leak, der etwas bringt, weil hier postet er Lissop, dann sieht man Kid und dann einen sehr befriedigten Mann. Also ich denke hier, was das bedeutet ist, dass Kid eventuell auf Elbaf ist. Wir wissen ja, dass jeder eine andere Richtung eingeschlagen hat. Wir haben gesehen, wo Law gerade ist, was mit Law passiert, und jetzt wäre es doch nur logisch, wenn wir auch sehen, wo Kid ist, weil warum sollten wir das nicht sehen? Also ich denke, Lissop steht hier für Elbaf, weil wir ja wissen, Lissops Vergangenheit und generell seine Historie. Elbaf wird sein Arc und er steht teilweise auch dafür, und deswegen könnte es doch sein, dass das hier bedeutet, Kid wird auf Elbaf sein. Hier kommentiert auch Yoyonta, was soll das bitte heißen? Es ist doch nicht hart, uns einfach normale Informationen zu geben, was bedeutet das? Er wird aber hier geroastet von jemandem mit einem G5 Profilbild, der sagt nämlich, Usopp bedeutet Elbaf und Kid bedeutet Kid, es ist doch gar nicht so schwer. Also ich denke, wir werden eine coole Information zu Kid kriegen, dass er auf Elbaf ist und eventuell sogar, dass er den Typen gefunden hat, der bei den Flames gemarkt wurde. Also er hat ja auf Wano Kuni gesagt, er muss diese eine Person finden, und ich fände es cool, wenn das ein Riese auf Elbaf ist und wir somit die Connection zu den Riesen kriegen, weil Kid sagt, dass man diese Person finden muss oder dass es sehr nützlich ist, um ans One Piece zu kommen. Also heißt, Ruffy muss ihm vielleicht auch begegnen, und somit hätten wir dann die Verknüpfung zu Elbaf, wenn Kid uns das jetzt zeigt, wer diese Person ist und was es damit auf sich hat. Coole Verknüpfung, fände ich nur logisch, und das scheint mir auch alles sehr, sehr, sehr plausibel. Und jetzt bitte anschnallen, lehnt euch bitte alle zurück, schließt Fortnite und beruhigt euch jetzt erstmal, denn diese Information hat mich umgehauen, denn seit 7-8 Jahren warte ich ungelogen auf diesen Moment, so dumm und heftig es klingt, ich warte seit 7-8 Jahren auf diesen Moment, und zwar postet Redon dieses Bild hier und schreibt, er ist aufgetaucht. Und dann gucke ich mir dieses Bild an, es ist ein alter Mann und vorne auf dem Boot ist ein Hund, und direkt muss ich natürlich, wie hier Ruffy sagt, maybe ist es nicht Garp, aber Vizeadmiral Dalmatian. Dalmatian taucht endlich auf Egghead Island auf und endlich sehen wir, was für eine Power er in sich trägt. Nein, Spaß beiseite, natürlich ist es nicht Vizeadmiral Dalmatian, sondern sehr, sehr wahrscheinlich Garp. Denn sogar das Kapitel soll nach ihm benannt sein, und ich denke, es ist endlich soweit, wir sehen Monkey D. Garp. Es ergibt auch nur Sinn, weil wir gesehen haben, dass Corby jetzt entführt wird, Blackbeard in Aktion tritt und generell alles im Endgame
ist, jetzt müssen wir auch endlich Garp sehen, was Ant-Man gemacht. Sein Schiff hat ja vorne einen Hundkopf und generell er trägt ja auch so einen Hut, der so aussieht wie ein Hund. Also, dass das hier Garp ist, ein alter Mann mit einem weißen Bart und vorne ein Hund. Ich glaube, das ist offensichtlich. Es gibt wirklich Theorien oder Leute kommentieren auch, vielleicht ist das Kuma, weil er hat die Tatzenfrucht und so. Bullshit. Das ist nicht Kuma, das ist nicht Kusan, weil da irgendwie Eis und im Hintergrund ist. Nein, nein, nein. Bitte, es ist Garp. Wenn das nicht Garp ist, dann drehe ich wirklich durch. Aber ich denke, das wird Garp sein und endlich sehen wir vielleicht mal was von ihm. Frage ist, wo wir ihn sehen. Sehen wir ihn eventuell bei Blackbeard, weil er natürlich bei Corby gemuckt hat und jetzt will Garp Rache und will sich um Blackbeard kümmern. Oder sehen wir ihn vielleicht sogar auf Egghead Island, weil der jetzt Ruffy ist und Garp denkt oder Garp wurde dahin geschickt, um da etwas zu tun. Frage ist, was macht dann Garp? Garp hat schon bei Ace gezittert und geheult und hätte ihn fast befreit und Akainu zusammengeschlagen. Deswegen denke ich, bei Ruffy wäre er jetzt mental vielleicht noch nicht bereit, irgendetwas zu unternehmen. Aber wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, wir sehen bei Blackbeard, wie er ihn verprügelt mit Law zusammen. Aber das ist auch nur Theorie. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wo denkt ihr und was denkt ihr, sehen wir von Garp? Der letzte Hint von Redon ist sogar sehr, sehr offensichtlich, denn er postet hier eine Puppe und viele spekulieren und entstehen trotzdem irgendwie dumme Theorien, wie zum Beispiel, dass das eine verrückte, gruselige Erfindung von Vegapunk auftaucht. Aber nein, hier sind sich die meisten einig, die G14-Vize-Admiralin Doll. Sie heißt mit Namen Puppe, also Doll heißt auf Englisch Puppe. Und warum Oda sie hier Puppe genannt hat, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie eine hübsche Puppe ist. Keine Ahnung, warum er das getan hat. Auf jeden Fall denke ich, dass sie auftauchen wird, weil wir sie auch kurz vorm Eckhead dann gesehen haben, dass sie dort ist. Vielleicht taucht sogar Smoker auf, Tashigi. Vielleicht ist es das Battle Royale, von dem Oda geredet hat. Garp taucht auf, fetzt Kizaru, er wechselt die Seiten. Dann kommt da Blackbeard und keine Ahnung, kann ja wirklich sein, dass wir jetzt das Battle Royale Fortnite den epischen Sieg kriegen. Aber da bin ich mir nicht sicher, weil es wäre schon heftig. Oda hat sich über das Jahr 2023 geäußert und wenn das erste Kapitel im Jahr 2023 schon dieses Battle Royale ist, wovon Oda redet, naja, also wäre schon sehr, sehr heftig, weil alle erwarten, dass der Egghead Island Arc einfach was ganz Kurzes wird. Wir verschwinden hier, aber es würde uns doch alle überraschen, wenn es hier weitergeht. Wenn es hier weitergeht, wenn ein Vegapunk stirbt, Garp taucht auf, verschiedene Partien, die Flotte von Ruffy, ein Buster Call, entsteht ein riesen, riesen Krieg. Ich sag euch ehrlich, mir wäre es zu viel. Erst recht nach Wano will ich jetzt mal wieder ein paar gechillte Infokapitel haben. Jetzt direkt noch ein Kampf. Naja, so, zumindest so einen heftigen Kampf. Das ist ja schon teilweise ein Krieg. Ich denke, dann werden auch mehr geschickt. Dann kommt noch Akainu, dann kommt jeder. Dann ist es wirklich ein Battle Royale. Ich denke nicht, dass hier sowas entsteht. Das wäre einfach viel, viel zu brutal. Aber schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was denkt ihr, Freunde? Ist es das Battle Royale oder kommt das noch? Wir warten alle auf die Spoiler. Mal schauen, was die Spoiler sein werden. Da bin ich auch gespannt. Dazu kommt dann auch ein Video. Wenn die Spoiler heute kommen, dann kommt heute noch ein Video. Und wenn sie morgen kommen, dann kommt morgen das Video. Aber spätestens morgen sollten die Spoiler eigentlich da sein, laut den Leakern. Deswegen abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das war's von mir. Peace out.